beiden gehen langsam weiter durch den Wald. Obelix streckt seine Nase in die Luft und sagt: Asterix und Obelix verstecken sich hier neben dem Mikrofon. Die römische Kohorte marschiert langsam weiter durch den Wald. Vorne der Hauptmann, dahinter die Soldaten, denn sie wissen, und darum bleibt der Hauptmann stehen, hier gibt es ein Dorf mit unbeugsamen Menschen, und der Hauptmann bleibt vor Schreck starr stehen. Und die anderen Soldaten der Kohorte rücken auf und schauen sich um, denn sie haben das Gefühl, hier liegt was in der Luft. Aber sie sind mit ihren Gedanken wahrscheinlich beim Römerfest und ahnen überhaupt nichts von der Gefahr. Aber plötzlich springen Asterix und Obelix hinter dem Mikrofon vor, verstellen den Römern den Weg, und Obelix freut sich, wenn schon kein Wildschwein, dann wenigstens Römer. Voller Vorfreude wirbelt Obelix die Faust durch die Luft, und die Römer zittern und zittern, und plötzlich ruft Asterix: Stopp, Obelix, was würde Jesus tun? Und hier machen wir eine kleine Pause und singen: Was würde Jesus tun? Und nehmen die Frage des Asterix mit auf. Jesus tat, was er seinem Vater sah. Ich höre das Lob, was Jesus tat. Rede ich, frag ich mich, was würde Jesus tun? Höre ich, frag ich mich, was würde Jesus tun? Jesus tat, was er seinem Vater sah. Ich höre das Lob, was Jesus tat. Jesus tat, was er bei seinem Vater sah. Ich will nur tun, was Jesus tat. Nach einem völlig anderen Verlauf eben. Keine Keilerei wie sonst. Und womit endet jede Asterix-Geschichte? Mit einem Festmahl, wobei meistens der Druide, also der mal mit dem Seiteninstrument gefesselt im Baum hängt. Hoffentlich bleibt mir das erspart. Asterix und Obelix reichen einander die Hand, und der Texter des Comics schreibt nicht Krach oder Scheffler, sondern er schreibt Staub, Schüttel, Schulterklopf. Und die beiden Gallier gehen zusammen mit den Römern ins Dorf. Das Dorf ist hier vorne. Asterix und Obelix und zwei von den Römern kommen ins Dorf und bereiten das Festmahl vor, nämlich mit einem Brot, das gestern hier in der Dorfgemeinschaft gemacht wurde. Sie schneiden das Brot in kleine Stücke, packen die kleinen Stücke in Körbchen und reichen die Körbchen durch die Reihen. Und jeder und jede, pass auf, dein Zopf, auf unser Messer, jeder und jede darf sich ein Stück nehmen. Man soll nie mit vollem Mund reden, schon gar nicht mit vollem Mund singen. Aber bis das Brot geschnitten ist, werden wir miteinander das nächste Lied anstimmen. Es ist das Lied, wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht. Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lieder klingt, dann hat Gott in der Liebe.
während noch ein wenig geschnitten wird, singen wir noch aus dem anderen Lied, das wir gerade gesungen hatten, aufstehen, aufeinander zugehen, die Strophen, die wir ausgelassen hatten, nämlich die dritte und die vierte Strophe. Hier lassen wir. Steht nicht drauf. Auf eins und vier nur. Dann könnt ihr zwei und drei aufstehen. Dann haben wir das noch nicht oft genug gesucht. Dann sind wir nochmal die vier. Wer macht aus klarem Wasser Wein? Wer kümmert sich schon groß und klein? Wer sorgt dafür, dass Linde sehen? Wer sagt ein Wort und Name gehen? Was für ein Mann, der solche tollen Sachen kann. Doch das Höchste ist, dass der Staat für dich und mich. Wow, 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 dip, 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 dip. Wer geht zu Fuß auf einen See? Wer predigt so, dass ich verstehe? Wer macht für tausend Leute satt, obwohl er nur fünf Brote und zwei Fische hat? Was für ein Mann, der solche tolle Sachen. Und der Wind in deinem Rücken sein. Sanft falle Regen auf deine Felder und warf aus deinem Gesicht der Sonnenschein. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in deiner Hand. Bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand. Hab unter Kopf ein weiches